Hello everyone, and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In the previous lesson, you learned what is passive and how it is used. In this lesson, we will learn how to form various types of sentences from active to passive. You can visit our page on patreon.com to get some free worksheets, transcripts, early access to our videos and more. So, fangen wir an. Lektion 40. Passiv, Teil 2. Hier sind ein paar Beispiele von Sätzen in Passiv. Die Party wird im Garten organisiert. Dir wird eine Uhr geschenkt. Es wird mir bei der Hausaufgabe geholfen. Wie bildet man Passiv? In letzter Lektion haben wir gelernt, Passivbildung ist am einfachsten mit Verben, die immer ein Akkusativobjekt haben. Hier ist ein Beispiel. Rudi macht die Hausaufgaben. In Passiv, die Hausaufgaben werden gemacht. In dem Aktivsatz ist Rudi das Subjekt, der Täter. Und seine Hausaufgaben ist das Akkusativobjekt. In dem Passivsatz wird das Akkusativobjekt zum Subjekt. Dieses Subjekt konjugiert das Hilfsverb werden und am Satzende steht das Vollverb im Partizipperfekt. Wenn man hier ein Modalverb hat, wird das Modalverb werden ersetzen und werden wird am Ende stehen. Rudi muss die Hausaufgaben machen. Die Hausaufgaben müssen gemacht werden. Wenn das hier als eine Frage stehen würde, macht Rudi die Hausaufgaben? Dann ist der Satz im Passiv. Werden die Hausaufgaben gemacht? Das waren jetzt einfache Versionen von dem Satz, einmal mit Modalverb und einmal als Frage. Wir haben viele andere Fälle. Wir schauen uns jetzt alle Fälle an. Erstens, wo ein Satz mit nur Akkusativobjekt steht. Zum Beispiel, der Arzt untersucht den alten Mann. Im Passiv fällt das Subjekt der Arzt weg. Also, der alte Mann wird untersucht. Das Akkusativobjekt, den alten Mann, ist jetzt das Subjekt, der alte Mann. Das Verb steht im Partizip 2 am Ende und als Hilfsverb steht wird in Position 2. This was the easiest case where we have verbs that take the accusative object. In the following sentences, we have different cases where you also have dative objects, prepositional objects, adverbs, etc. In all cases, the verb will be placed at the end in Partizip 2 and the helping verb werden will be conjugated and placed in the second position. Jetzt haben wir einen Satz mit Akkusativ und Dativobjekt. Er bringt mir das Essen. In Passiv, das Essen wird mir gebracht. Hier kann man sehen, dass das Subjekt im Passiv nicht da ist. Das Akkusativobjekt ist jetzt das Subjekt im Passiv. Das Verb steht am Ende in Partizip 2 und in der zweiten Position steht das Hilfsverb werden. Das Dativobjekt bleibt unverändert. Diesen Satz kann man in Passiv auch so formulieren. Mir wird das Essen gebracht. Jetzt kommen wir zu einem Satz mit Akkusativobjekt und präpositionalem Objekt. Er kocht eine Suppe ohne Tomaten. Hier auch wird das Subjekt wegfallen. Eine Suppe wird ohne Tomaten gekocht. Das Akkusativobjekt, die Suppe, wird zum Subjekt im Passiv. Das Verb kochen steht am Ende in Partizip 2, gekocht.
Das präpositionale Objekt ohne Tomaten bleibt unverändert. Der nächste Satz hat ein Akkusativobjekt und ein Adverb. Er startet den Computer immer wieder neu. Im Passiv ist der Satz ohne einen Täter. Der Computer wird immer wieder neu gestartet. Das Akkusativobjekt, den Computer, ist jetzt das Subjekt, der Computer. Das Verb steht am Ende in Partizip 2 und in der zweiten Position steht das Hilfsverb werden. Das Adverb bleibt unverändert. Was passiert mit Sätzen ohne Akkusativobjekt? Hier ist ein Beispiel. Die Kinder spielen. In Passiv, es wird gespielt. Das Subjekt, die Kinder, fällt im Passiv weg. Das Verb steht am Ende in Partizip 2 und wenn im Aktivsatz kein Akkusativobjekt ist, also kein Täter ist, ist es das Subjekt des Passivsatzes. A sentence with no accusative object in the active voice will take the subject es in the passive voice. Jetzt schauen wir uns einen Satz mit nur Adverb an. Sie kocht regelmäßig. Hier sie fällt weg. Es wird regelmäßig gekocht. Das Verb steht am Ende in Partizip 2 und weil es hier kein Akkusativobjekt gibt, ist in dem Passivsatz das Subjekt es. Das Adverb bleibt unverändert. Es gibt auch Sätze, die nur ein Dativobjekt haben. Hier ist ein Beispiel. Die Mitarbeiter helfen der Chefin. Helfen ist ein Dativverb, deshalb der Chefin. Hier in Passiv fehlt die Mitarbeiter weg. Der Chefin wird geholfen oder es wird der Chefin geholfen. Das Verb steht am Ende in Partizip 2, geholfen. In diesem Aktivsatz ist kein Akkusativobjekt, deshalb ist es das Subjekt im Passivsatz. Wenn es aber ein Dativobjekt gibt, kann es wegfallen. Der Chefin wird geholfen. Genauso können wir einen Satz haben mit nur präpositionalem Objekt. Hier ist ein Beispiel. Sie wartet seit 3 Stunden. Seit 3 Stunden ist das präpositionale Objekt. Im Passiv kann man sagen, seit 3 Stunden wird gewartet oder es wird seit 3 Stunden gewartet. Sie als Subjekt fällt weg. Am Ende steht das Verb gewartet in Partizip 2. Weil es hier auch kein Akkusativobjekt gibt, ist es das Subjekt im Passivsatz. Aber auch es kann hier wegfallen, weil wir hier ein präpositionales Objekt haben. Also, seit 3 Stunden wird gewartet. When we don't have an accusative object in the active voice, we generally use the pronoun es in the passive voice. But if in the sentence we have a prepositional object or a dative object, then we can avoid using the es. But you should remember that the verb will be conjugated according to es, even if es is not present in the passive sentence. That's why we always use wird. Manche Sätze bildet man mit dem Pronomen man als Subjekt. Zum Beispiel, in Deutschland isst man viel Brot. Wenn das Subjekt man ist, fällt es im Passiv weg. In Deutschland wird viel Brot gegessen. Das Akkusativobjekt viel Brot ist jetzt das Subjekt im Passiv. Das Verb steht am Ende in Partizip 2, in der zweiten Position steht das Hilfsverb werden und
Das präpositionale Objekt bleibt unverändert. Now you know how to make various types of sentences in passive. To practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. You can also gain access to our transcripts by becoming a $1 patron. Danke! Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever a new video is uploaded. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!